Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Frau Korte, was ist Ihre Motivation, für den Landtag zu kandidieren? Ich habe viele Jahre kommunalpolitische Erfahrung gesammelt und möchte das jetzt gerne im nordrhein-westfälischen Parlament für die Bürger des Mühlenkreises Minden-Lübbecke einbringen, unter dem Motto Mehr Minden-Lübbecke in Düsseldorf. Da sind wir beim Thema. Was wollen Sie auf jeden Fall für Ihren Wahlkreis in Düsseldorf erreichen? Ich möchte dafür massiv eintreten, eine medizinische Fakultät in Bielefeld zu errichten, den Fortbau der A30 beschleunigt voranzutreiben und den Campus Minden weiter auszubauen, zu stärken. NRW ist hoch verschuldet. Wo wollen Sie sparen? Zunächst einmal ist da eine genaue Haushaltsanalyse notwendig. Ganz klar ist, in vielen kleinen Schritten wird man sparen müssen, und zwar nachhaltiges Konsolidieren ist angesagt. Der große Schritt dürfte nicht reichen, und man muss natürlich zuschauen, dass man auch Mehrheiten dafür finden kann. Wo wollen Sie denn auf keinen Fall sparen? Beim BIS. Bildung, Innovation und Sicherheit. Kita-Plätze sind Mangelware, das Schulsystem steht vor dem Umbruch. Wofür stehen Sie in der Bildungspolitik? Im Bereich der Kindergartenplätze können wir hier im Kreis Minden-Lübbecke sagen, dass wir in einem großen und ganzen zufriedenstellenden Bereich ausgestattet sind, auch unter anderem dank der flexiblen Möglichkeiten von Tagesmüttern. Es gibt aber in der Rhein-Ruhr-Schiene viele Bereiche, wo ein deutlicher Nachholbedarf besteht. Dort wird man natürlich investieren müssen. Zum Komplex Bildung. Ganz deutlich, wir haben seit Jahrzehnten Umbruchstimmungen in dem Bereich, weil eigentlich jeder Schulminister, jede Schulministerin eigene Vorstellungen gehabt hat und versucht hat, diese durchzusetzen. Der inzwischen mithilfe der CDU erreichte Schulfrieden ist aus meiner Sicht eine gute Ausgangslage, um für die Schülerinnen und Schüler jetzt optimal etwas zu erreichen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass Ruhe in die Schulen einkehrt, dass die dort Arbeitenden die Möglichkeit haben, ihrer Profession entsprechend die Kinder zu bilden. Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden? Wenn ich nicht gewählt werde, werde ich mich auf meine zukünftigen Erstklässler freuen, die mit großen Augen warten, was das Schulleben für sie bringt. Und das ist auch eine interessante und schöne Sache.